Heilige Scheiße, was war das für ein Zufall? Ich lieg da irgendwo nirgendwo. Lock mich ein, will kurz die Spielfelder checken und er kommt da um den Stein rumgehüpft und schießt mich ab, liegend. Okay, läuft. So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Runde DayZ Arma 2 Epoch. Also das ganz alte Spiel und davon eben der Mod Epoch. Oh, meine, die Maus-Sensitivity ist richtig am Sterben. Ich habe schon das Langsamste eingestellt, was geht. Und ein Makarov-Magazin nehmen wir mit. Aber es ist immer noch definitiv viel zu schnell. Aber darum geht es jetzt hier erstmal nicht. Hier geht es jetzt erstmal drum, mal wieder dieses alte Game zu zocken. Ich war auch erstmal so schockiert von der Grafik. Ich habe jetzt gerade mit den Nvidia-Spielefiltern noch ein bisschen Schärfe reingebracht, weil es war echt anstrengend zu gucken. Wusste, das ist natürlich klar, man ist jetzt hier Arma 3, DayZ Standalone und was weiß ich. Irgendwelche Games, die Grafik entwickelt sich ja immer weiter. Und dementsprechend sah eben jetzt Arma 2 DayZ schon ziemlich heftig aus. Aber ich habe gedacht, ich habe bei dem letzten Video so davon geschwärmt, von dem alten. Und habe gedacht, komm, jetzt ziehe ich mir mal wieder alles runter zum Beilwechsel. Ne, ach, das geht hier glaube ich nicht auf. Und teste das Ganze mal wieder, der Nostalgie halber. Bin jetzt auf dem Server drauf. Ist tatsächlich noch, also hier, der ist fast immer gut besucht. So 30 bis 50 Spieler sind da jetzt drauf. Also jetzt gerade sind glaube ich 55 Spieler sogar drauf. Und es ist Arma 2 DayZ Epoch. Eben eh der geilste Mod. Ah, die sind Running Zombies, okay. Ich muss mit dem Looten und allem mit Sicherheit erstmal mich wieder ultra dran gewöhnen, auch das Inventarsystem. Aber meiner Meinung nach immer noch das geilste DayZ, was es eben gab. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Zombies hier abschütteln. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch, ob bei euch noch jemand dabei ist, der noch Arma 2 DayZ zockt oder vielleicht sogar auf welchem Server. Nicht zum Beil wechseln, ich will hier raus. Okay, oh Mann. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay, man muss sich erst wieder dran gewöhnen. Es ist alles halt Arma 2 rakelig, wie man es gewöhnt ist. Oder halt, wie man es kennt von früher noch. Oder wie man es jetzt wiedererkennt. Und ja. Ich werde mir jetzt mal hier ein bisschen Ausrüstung zusammensuchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Mit, das können wir mit Sicherheit brauchen. Inventarsystem ist natürlich auch erstmal wieder gewöhnungsbedürftig. Wie alles andere auch. Sounds sind natürlich krass mit der Musik hier. Fernglas brauchen wir nicht. Ja. Aber es ist halt echt wieder schön mal das zu zocken. Ich kann mich auch noch ganz genau dran erinnern, so meine allererste Runde von dem Game und vor allem, wie ich auch darauf aufmerksam geworden bin damals durch ein YouTube-Video, und da hat man das Spiel dann gesehen und dann war das wow, krass, hey, übel geil, das gab's ja davor, sowas gab's noch nicht, und dann war das erstmal, also ich weiß nicht, alle, die das noch kannten, diese Zeit ganz damals, ich habe Schüsse gehört, können es ja mal auch gerne ihre ersten Erfahrungen in die Kommentare schreiben, aber das war dann nicht so, dass man hier was installiert hat oder gemacht hat und dann ging das los, sondern das war richtig Arbeit und es hat auch alles nichts funktioniert, so einfach wie heute mit dem DayZ Launch und alles. Da musste man sich das Spiel runterladen und dann die richtige Version, dann brauchtest du den Zusatzpack. Und dann musstest du dir die, ich weiß gar nicht mehr, die Mods irgendwie von Hand runterladen. Und oh, das war richtig krank. Und dann, bis du das mal spielen konntest, und dann bist du so, das erste Mal bist du so gelaufen. Dann bist du auch ohne Makarov oder so gespawnt. Das war wirklich noch richtig hardcore. Und dann bist du da gekrochen, an den Zombies vorbeigekrochen, dass sie dich nicht gesehen haben, weil du halt auch nichts machen konntest gegen die erstmal. Bist du dann irgendwann mal, da vorne rennen zwei Spieler oder Zombies auf jeden Fall zu Spielern hin, weil die aggressiv sind. Okay, gucken wir mal.
Inheritance. Haben wir hier vielleicht eine Waffe oder irgendwas? Oder sind die auch hier auf dem Weg hier? Was habe ich jetzt genommen? Irgendeinen Scheiß. Hier vielleicht in der Baracke kurz eine Waffe. Wäre nice. Die sind bestimmt zur Feuerwehr und wollen dann auf jeden Fall auch hierher. Oh ja, jetzt Waffen. Türe schließen. Dass die nicht sehen, dass ich hier drin bin. Oh, hallo. Hier Ausrüstung. AK. AKM. Munition. Hallo, ich habe hier doch Munition gesehen. Nimmt er das automatisch? Jo, ein Magazin. Painkiller. Nehmen wir natürlich mit. Verbandszeug. So, und jetzt Türe öffnen. Kurz checken. Was ist es? Single Shot oder halb. Wie geht es nochmal? F. Voll, halb, voll. Okay, voll. Schließen. Jetzt müssen wir natürlich ein Auge offen halten. Wir werden bei der Feuerwehr irgendwo sein, vermute ich. Wir werden dann wahrscheinlich gleich hierher kommen. Eine I, G. M8 Scharfschützengewehr. Ich habe leider noch keinen Rucksack. Vielleicht einen Rucksack oder irgendwas. Revolver, nehmen brauche ich nicht. Ich würde gern die Tür nicht so lange offen lassen. Damit die nicht sehen, dass ich hier drin bin. Epinephrin. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr, wofür man hier was braucht. Das können wir mal weg. Ah, das Epinephrin geht in normalen. Dann packen wir lieber noch ein Verbandszeug ein. Man weiß ja nie. So, und jetzt würde ich gern mal schauen, wo die sind. Jetzt ist hier wieder Third Person des Dooms. Zombies haben keine Aggro mehr. Die sind auf jeden Fall dort lang gerannt. Entweder sind die jetzt noch da drin oder hier hinten irgendwo. Können mal ein Gebäude weitergehen, falls sie tatsächlich weitergelaufen sind. Aber ich wäre hierher gekommen auf jeden Fall. Zombies haben aber keine Aggro mehr. Schreibt auf jeden Fall mal eure ersten Erfahrungen von dem Game und wie ihr zu dem Game gekommen seid in die Kommentare oder ab wann ihr das DayZ überhaupt kennt. Boah, die Sensitivity, die killt mich halt. Da ist ein Supermarkt, wäre vielleicht auch ein potenzielles Ziel. Ich glaube, da ist die Chance relativ hoch, einen Rucksack zu finden. Ich bin hier, by the way, in Janoros, falls es noch nicht Janoros heißt, glaube ich, die Stadt. Aber es ist halt mega unscharf, es ist richtig, richtig anstrengend für die Augen. Klar, wenn man das früher gewöhnt war. Oh, da liegt ein Rucksack, nice. Den will bestimmt nicht nur ich. Da wieder ein Schuss gehört irgendwo. Wir müssten noch dort irgendwo sein. Ich will jetzt tatsächlich erstmal den Kampfrucksack aufnehmen. Dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Ihr könnt auch gerne natürlich einen Daumen hoch geben, wenn ihr mehr von dem sehen möchtet. Und den Kanal auch gerne abonnieren. So, der schnauft ganz schön. Was liegt hier noch rum? Rauchgranaten. So, jetzt schauen wir uns das mal noch genauer an hier, ob die noch da irgendwo sind. Die sind zu zweit gerannt, eigentlich relativ auffällig, also zumindest die Zombies. Ich habe jetzt nicht 100% bestätigen können, ob das eins davon vielleicht ein Spieler war und das andere ein Zombie oder ob das beides nur Zombies waren. So. Kommen wir hinten rein, ja. Da ist ein Zombie draußen. Anyone in Journal? Also looten sollte ich jetzt erstmal nicht, wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob hier welche sind.
Bin ich jetzt das Opfer, das hier hochgelaufen ist und gleich eine Kugel abbekommt? Ganz oben sind die auf keinen Fall. Ich sehe jetzt gerade auch nichts mehr außen. Das verwirrt mich ein bisschen. Wo die jetzt tatsächlich hin sind. Aber das war normal immer so das Anzeichen, wenn du irgendwo Zombies erstens aus weiter Entfernung gespawnt gesehen hast. Oder eben auch eben mit Akro, dann war das immer ein Indiz dafür, dass da jemand war. Gut, Schüsse habe ich auf jeden Fall auch schon gehört. Oh, das sind Steps, die ich misshöre. So, hier. Türen sind noch zu. Eine Tür ist offen. Habe ich die offen gelassen? Die habe ich auf jeden Fall offen gelassen. Das ist jetzt so das, wo ich sage, deswegen wollte ich die Türen eigentlich zumachen. Da ist er nicht drin. Dass ich gleich sehe, ob jetzt hier einer schon reingekommen ist. Oder der hat einfach auch die Türen zugemacht. Kann er natürlich auch sein. Ah ja, das sind so die alten Daisy-Zeiten, wo da jetzt gerade wieder aufkochen. Okay, ich habe die jetzt irgendwie verloren. Es ist aber auch echt anstrengend, wenn man das hier erstmal nicht gewöhnt ist, zu spotten oder irgendwas zu machen. Bei der Unschärfe. Und ich habe es ja, wie gesagt, schon ein bisschen schärfer gemacht. Steps gehört. Hä? Da ist doch gerade einer vorbei. Wo ist der hin? Hat er Akku auf mich gehabt, oder? Warum ist der gerade gerannt? Jetzt habe ich ihn selber aufgescheucht. Jetzt bin ich selber das Huhn. Aber ich meinte gerade, einen einfach so random vorbeigerannt zu haben. Dann habe ich den Zombie da vorbeirennen sehen. Aber leider erfolglos. Oh. Jo. Fährt einer mit dem Fahrrad? Fährt einer mit dem Fahrrad? Ich habe irgendwie meine Maus ist in der Relation, dass ich hoch und runter beim Zielen extrem langsam. Deswegen hat es gerade eine halbe Stunde gedauert, bis ich überhaupt mal annähernd auf der Höhe war. Und dann habe ich gehört, dass der Zombie mich in den Nacken kickt. Deswegen habe ich mich entschieden, über den Zaun erstmal zu gehen. Jetzt will ich aber wissen, wo der mit dem Fahrrad hin ist. Heizt der eine mit dem Fahrrad durch Giorno? Glaubst du nicht? Der vielleicht jetzt auf dem Weg hierher zu den Militärtents oder zur Feuerwehr. Der Feuerwehr müsste ich ihn sehen, sobald er in den Turm hochgeht. Laufen wir mal auf dem Gras, um nicht noch lautere Steps zu machen. Wobei der Zug wahrscheinlich schon abgefahren ist. Und ich müsste irgendwo ein Fahrrad stehen, parken sehen. Oh ja, der ist hier drin, der ist hier drin. Jo, da ist das Fahrrad. Holy shit, mein Aim. Aber es ist halt auch echt anstrengend mit der Maus. Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott. That Aiming ist ja Katastrophe. Beziehungsweise, ja, ich sag mal jetzt nichts dazu. Gebt gerne einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob ihr mehr sehen wollt. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.